Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Experte für Apple-Produkte, App-Entwicklung und IT-Full-Service. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden nach dem Drittliga-Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Die Partie endete mit 0:1. Ich begrüße Walter Kogler von Erfurt und unseren Cheftrainer Stefan Böger. Wie immer gehört das erste Wort dem Gast. Wie fällt Ihr Fazit nach dem 0:1 Auswärtssieg hier in Dresden aus? Ja, danke schön. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir nicht öfter solche Spiele machen müssen, weil es ganz einfach von der Kulisse her ganz eigenartig war zu spielen. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Spieler taten sich schwer und das war ganz irgendwie ganz eigenartig. Deshalb denke ich, das sollte die Ausnahme bleiben. Wir für uns müssen sagen, ja, wir sind natürlich hochzufrieden, dass wir heute 3 Punkte mitnehmen können. Ich glaube, allgemein war das ein ausgeglichenes Spiel. Dresden hatte Chancen, wir hatten auch unsere Möglichkeiten. Es war nicht einfach, auf diesem Boden auch zu spielen, jetzt unabhängig von der Kulisse, aber auf diesem Geläuf war es nicht so einfach zu kombinieren. Und da haben wir auch viele Fehler im Spielaufbau gemacht und dann eher die Sicherheitsvariante gewählt. Und da waren viele weite Bälle. So gesehen ist dann kein schönes Spiel zustande gekommen, aber für uns dann letztendlich ein ganz tolles Ergebnis, wenn man dann trotzdem hier gewinnt und 3 Punkte mitnehmen darf. Vielen Dank, Herr Kogler. Trainer, wie fällt dein Fazit nach der Heimniederlage aus? Ich finde schon, dass wir das Spiel ordentlich angenommen haben, die äußeren Bedingungen angenommen haben, akzeptiert haben und auch über weite Strecken das Spiel bestimmt haben. In der Toraktion von Zichos steckt alles drin, was das Spiel beschreibt. Da war eine Vehemenz dabei, der wollte den Ball unbedingt unter die Latte knallen und hat er gemacht. Diese Vehemenz, die Überzeugung, die haben wir im Torabschluss nicht gehabt. Ich glaube, wir haben uns gute Möglichkeiten erspielt, gute Chancen erspielt, aber haben die letzte Überzeugung dann nicht gehabt, den Ball über die Linie zu drücken. Das war, glaube ich, heute der Unterschied zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Danke. Vielen Dank für deine Worte. Jetzt ist wie immer Zeit für Ihre Fragen mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Dann kommt das Mikrofon zu Ihnen. Jan Arndt von der Bild Dresden. Trainer, Stefaniak war überhaupt nicht berücksichtigt, nicht mal im Kader. Was gab es für einen Grund dafür? Wie bei allen Mannschaften kannst du nur 18 nominieren. Wir haben mittlerweile mehr als 18 gute Spieler. Und der Marvin war krank und hat über die Trainingswoche nicht gezeigt, dass er schon wieder völlig erholt ist von seiner Erkältung. Und dementsprechend ist er nicht nominiert worden. Weitere Fragen? Jochen Leimer, Dresdner Neueste Nachrichten. Herr Böger, Ihre Mannschaft hatte in der ersten Halbzeit einen Chancenplus, aber in der zweiten Halbzeit hat dann doch Erfurt mehr vom Spiel gehabt, aus meiner Sicht, zumindest was Torchancen anbelangt. Warum hat es dann nicht mehr so funktioniert? Haben Sie irgendwie eine andere Ansprache in der Halbzeitpause gewählt? Ich weiß nicht, welches Spiel Sie gesehen haben. Wie viele Torschüsse hat Erfurt gehabt, zweite Halbzeit? Wie viele hatten wir? Gehen Sie es mal im Einzelnen durch, gucken Sie sich das nochmal an. Und dann werden Sie feststellen, dass es nicht so ist, wie Sie es formuliert haben. Ich habe nicht viele Schüsse von Dynamo aufs Tor gesehen. Wir wollen uns jetzt sicher nicht rumstreiten, hat überhaupt nichts mit der Halbzeitansprache zu tun. Ne? Der Ball knallt erste Halbzeit eben an Pfosten und geht nicht rein. Das war dann der Unterschied in dem Moment. Nichtsdestotrotz, wir sind selbstkritisch genug. Ja, wir lassen uns auch die Kritik gefallen, dass wir im Torabschluss da wieder deutlich besser arbeiten müssen. Dass wir die Möglichkeiten, die wir uns rausspielen, auch verwerten müssen. Und das wissen die Spieler, dass wir da heute nicht unseren besten Tag hatten und werden wir die Woche fleißig trainieren. Gibt es weitere Fragen? Da hinten Sven Geisler, Sächsische Zeitung. Herr Böger, zweites Thema, Standard gegen Tor, wieder in Münster ja auch schon. Ist das noch so ein Punkt, wo sich die Mannschaft ja anders präsentieren muss? Bin ich bei Ihnen, müssen wir drüber reden, müssen wir auswerten, müssen wir trainieren und dann zusehen, dass wir nach Standards möglich keine Gegentore kriegen. Haben Sie recht. Weitere Fragen? Nochmal Sven Geisler. Tut mir leid, ich weiß, das mag kein Trainer und trotzdem würde ich Sie gerne auf eine Personalie direkt ansprechen, Fürtje Zeldenrast.
hat mehrere unglückliche Aktionen, zumindest aus meiner Sicht, gehabt, hat aber 90 Minuten durchgespielt. Wie sehen Sie seine Leistung? Vielleicht habe ich die auch völlig falsch bewertet. Naja, er kann sicher besser spielen, als er es heute getan hat. Aber das geht anderen Spielern ganz genauso. Man muss nicht immer dann einen überragenden Tag haben. Er hat sich über Trainingsleistungen angeboten. Das war absolut positiv im Laufe der Woche. Deswegen auch die Nominierung. Werden wir drüber reden, woran es gelegen hat, was der Spieler anführt. Und dann gucken wir, dass wir wieder gut trainieren die Woche. Jan Arndt noch einmal. Trainer, Sie hatten angekündigt vor dem Punktspielstart, Sie wollten erhöhtes Risiko gehen, Mut. Jetzt sind zwei Spiele rum, zwei Niederlagen. Ja, was ist davon von Ihren Worten geblieben? War es das schon mit dem Angriff nach oben? Ich will nicht bewusst sagen mit dem Aufstieg, aber der Schuss ist ja kräftig nach hinten losgegangen, meiner Meinung nach. Ja, gemessen an dem, was wir in der Vorrunde geliefert haben und gemessen an den bisherigen Ergebnissen, ja klar, stehen wir mit 0 Punkten da nach 2 Spielen. Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte gehabt, sowohl das in Münster als auch heute. Nach oben schauen, war jetzt grundsätzlich ja so die Ausgangssituation nicht. Wir wissen, dass jeder Spiel da hart umkämpft ist. Das hat man in beiden Spielen jetzt gesehen. Wir hatten beides mal nicht das bessere Ende für uns und es wird auch wieder Spiele geben, wo wir das Quäntchen Glück und auch die bessere Leistung von unserer Seite haben und dann auch mit Punkten belohnt werden. Also Sie sehen ja, wie eng das alles beieinander ist. Wir sind dabei und müssen gucken, dass wir es wieder zwingen und auch wieder punkten. Denn darum geht es letztendlich nicht zwingend darum, wer über 90 Minuten gesehen Spielanteile, Chancenverhältnis die bessere Mannschaft ist, sondern wer am Ende das eine Tor mehr geschossen hat. Das muss wieder rein in die Köpfe, dass wir auf Effektivität achten. Und wenn Sie auf Mut ansprechen, klar, wir besprechen es, die Ausgangssituation war so. Wir haben dann auch wieder auf 2 Spitzen umgestellt. Das Ergebnis war 0, muss man so konstatieren. Aber das hat nichts mit der Ausgangssituation zu tun, dass man sich nicht fest was vornimmt und mutig agieren will. Weitere Fragen? Hier vorne. Herr Kogler, ist das auch eine Belohnung heute gewesen für die Spieler, die letzte Woche gegen Cottbus gut gespielt haben, dass man trotz Möwald und Menz eben auf dieselbe Startelf zurückgegriffen hat? Ja, Belohnung für die Spieler möchte ich nicht sagen, weil es erstens ist es Mannschaftssport. Es ist ganz wichtig, dass die Spieler, die weniger drankommen, dass die absolut mitgenommen werden. Und das machen wir auch. Die Überlegungen waren so, dass wir aufgrund der Leistung letzter Woche vom Sportlichen her eigentlich keinen Grund hätten, etwas zu ändern, zum einen. Und zum anderen ist auch die Saison erst eine Runde alt gewesen und da ist es nicht so, dass noch Spieler vielleicht so ein bisschen müde wirken oder überspielt sind, sodass man tauschen hätte müssen. Ja, sondern es geht vielmehr darum, wenn man da reinstartet in eine Saison und sei es nur auch ins Frühjahr mit relativ kurzer Pause, aber dass man einen Rhythmus bekommt. Und das war auch die Überlegung dahingehend, dass man eben die 11 wieder aufbietet, die in der ersten Runde eigentlich schon funktioniert haben. Also klar, hinterher ist man dann immer klüger, dann weiß man, ob das funktioniert hat. Aber das waren so die 2 zentralen Punkte. Weitere Fragen? Der da hinten. Vielleicht sind Sie so nett und sagen Ihren Namen und das Medium, für das Sie arbeiten. Marco Alles, Thüringer Allgemeine. Herr Kogler, vielleicht ergänzend zu den Personalien, wie haben das die beiden sonstigen Platzhirscher, sage ich mal, aufgenommen, ihre Entscheidung? Wann haben sie die getroffen? Weil sie hatten sehr lange offen gelassen. Und noch als Nachfrage, im Gegensatz zu Dynamo war es ein optimaler Start, 2 Siege, 2-0. Was ist noch möglich? Ja, zu den 2 Spielern. Wie gesagt, wir haben unter der Woche schon immer gesprochen über unsere Situation, nach dem Heimsieg und dass wir im Kader gut aufgestellt sind, von der Breite her auch, was qualitative Breite anbelangt. Und deshalb gilt es darum, die Spieler, die am Platz stehen, dass die funktionieren und auch die, die draußen sind. Ist ganz, ganz wichtig, dass wenn die reinkommen, dass die mit hoher Energie dabei sind. Und das macht einen Mannschaftssport aus. Deshalb waren sicher
war sicher der ein oder andere Spieler, der vielleicht spekuliert hat zu spielen oder auch nicht zu spielen. Und die Entscheidung ist so die letzten zwei, drei Tage gereift und dann letztendlich, wie wir dann genau auflaufen, haben sie heute zwei Stunden vor Spielbeginn erfahren. Aber es waren gewisse Tendenzen natürlich schon da. Ja, und zum Start natürlich optimal. Ja. Wir haben gesagt, nach dem Herbst, dass wir versuchen, aus dieser Ausgangsposition für uns einige Punkte hinter der Spitzengruppe zurückliegend, dass wir alles versuchen werden, ob wir da nochmal ranzukommen. Ja, und das ist uns nach den ersten zwei Spielen einmal gelungen. Ja, wohlwissend, ist zwar ein guter Start, aber in dieser Liga braucht man einen langen Atem. Das ist ganz wichtig, gewisse Konstanz. Und davon hängt es dann ab, ob man letztendlich relativ weit vorne sein kann oder eben auch nicht. So, ich schaue nochmal in die Runde. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen unseren Gästen aus Erfurt einen angenehmen und sicheren Heimweg. Viel Glück für den Rest der Runde. Bis dahin. Tschüss. Thank you.